Der 10. Aktionstag Frauen in technische Zukunftsberufe am 4. Februar informierte über die zukunftsweisenden Alternativen zu klassischen Mädchenberufen. Für Mädchen gibt es nämlich ein riesiges Chancenpotenzial in technischen Ausbildungen aller Fachrichtungen. Ja, wenn ich diese 10 Jahre Revue passieren lassen darf, dann zeigt sich doch, dass sich Unglaubliches verändert hat. Verändert hat, dass viel mehr Mädchen sich zutrauen, auch einen technischen Beruf zu ergreifen. Dass gewisse Vorurteile auch dem technischen Beruf gegenüber abgebaut werden konnten. Dass sich Berufsbilder im technischen Bereich auch komplett teilweise verändert haben. Und hier sich auch vermehrt Frauen, junge Frauen zutrauen, einen technischen Beruf zu ergreifen. Die Zahl junger Frauen, die traditionelle Männerdomänen erobern, wächst langsam, aber stetig. Gründe für eine allmähliche Trendwende liegen auch in der wachsenden Attraktivität dieser Arbeitsbereiche durch den Einsatz modernster Technologien sowie auch in den guten Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten. Ein Drittel unserer Lehrlinge sind Mädchen. Mit diesen Mädchen haben wir ganz hervorragende Erfahrungen gemacht. Sie sind bei allen Meisterschaften, die für Oberflächentechniker gemacht werden, sind sie die Besten. Sie gewinnen. Sie sind diejenigen, die bei uns im Unternehmen durch ihre Kreativität, durch ihre Genauigkeit wertvolle Beiträge leisten. Die VEM, die Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie, ist schon seit Anbeginn des Aktionstages ein starker Partner des Projekts. Und das ist auch gut so, weiß Egon Blum. Ich sehe in dieser Aktion, die wir seit vielen Jahren führen, dass Frauen in Technikberufen agieren können, einen sehr wichtigen Aspekt, weil wir immer wieder hören, dass die Lernleistungsfähigkeit junger Burschen zu gering ist, um hochgradig anspruchsvolle Berufe zu erlernen. Da wären die Mädchen, also sind die Mädchen, eine sicher realistische Alternative. Aber nicht, weil wir zu wenig Burschen haben, sondern weil sie fähig sind. Also das Fähigkeitspotenzial reicht über Design, über technische, direkte Berufe wie Zerspanungstechnik, Mechaniker, Werkzeugbauer und, bis hin im Marketingbereich. Beim Aktionstag begleitete LenderTV eine Gruppe junger, interessierter Mädchen. Zuerst ging es in die Landesberufsschule Bregenz, um die Theorie, welche nicht weniger wichtig ist als die Praxis, mal genau unter die Lupe zu nehmen. Ständiger Begleiter der Gruppe war Bernd Herb von der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer. Ich erwarte mir vor allem, dass sich mal diese jungen Damen, die Mädchen, mal öffnen für Berufsfelder, die jetzt vielleicht etwas noch frauenuntypisch sind und einfach mal den Kontakt mit der Technik aufnehmen. Ja, die Botschaft ist eigentlich ganz klar. Man will da ganz eindeutig sagen und zeigen, dass auch Mädchen oder Frauen in technischen Berufen sehr gute Chancen haben, sei es ausbildungsmäßig, sei es aber auch im beruflichen Weiterkommen. Jugendliche, die schon voll im Berufsleben stehen und gerade dabei sind, eine technische Ausbildung zu machen, erklärten den zukünftigen Arbeits- bzw. Schulkollegen verschiedenste Arbeitsabläufe. Wie stark es sich in den letzten Jahren bemerkbar gemacht hat, dass immer mehr weibliche Lehrlinge die technischen Berufsschulen im Land besuchen, weiß Helmut Hocke, Direktor der Landesberufsschule Bregenz 1, der, wie man an den verschiedensten Werkstücken in seinem Büro sieht, selber ein faszinierter Techniker ist. Es ist besonders wichtig, dass die Schulen öffnen, speziell im Berufsschulbereich. Wir erhalten durch ein großes Klientel mehr. Viele der Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen könnten, wissen eigentlich gar nicht, was in der Berufsschule passiert. Und wenn sie die Schule selbst kennenlernen und sehen, was die Schülerinnen und Schüler auch machen, ist es sicherlich dienlich für die Schüler. Von verschiedensten pneumatischen Vorgängen über Schweißen bis hin zu Hightech-CNC-Fräsmaschinen haben die Mädchen der 8. und 9. Schulstufe nun alles gesehen. Nach der Theorie folgt bekannterweise die Praxis. So ging es also wiederum gesammelt von Bregenz nach Höchst, von der Berufsschule zur Firma Gras, wo allesamt herzlich vom Ausbildungsleiter empfangen wurden.
Die erste Station war das Herzstück der Lehrlingsausbildung, die Lehrwerkstätte. Heute ist es für eine Frau leichter, in einen technischen Beruf einzusteigen, da unter anderem oftmals nicht mehr so viel Muskelkraft benötigt wird, weiß Reinhard Lecher. Wir brauchen in Zukunft auch mehr Mädchen in den Betrieben. Das lockert das Ganze auch entsprechend auf. Und vor allem ist es für die Mädchen sehr wichtig, da doch die eine oder andere auf ihre versteckten technischen Talente draufkommt und sich sagt, ja, warum soll ich nicht einmal in einem technischen Bereich die berufspraktischen Tage absolvieren. Weiter ging es in das Konstruktionsbüro, in dem Elisabeth, Konstrukteurin im dritten Lehrjahr, interessante Details und Aspekte erklärte. Angefangen von ihrem Beruf bis hin zu konkreten Arbeitsabläufen. Zeitgleich gaben Melanie und Nadja ihr Wissen, welches sie bereits in der Produktion gesammelt haben, weiter. Ja, es macht Spaß, wenn ich als Mädle den anderen Mädle erklären kann, wie die Buben eigentlich früher geschafft haben und wie jetzt Mädle sich auch in dieser Männerwelt breit machen. Also für mich ist es sowieso sehr interessant, weil ich jetzt doch schon eigentlich 2 Jahre Haus bin aus der Lehre und immer mehr sehe ich, wie eigentlich Mädchen in den Beruf kommen. Und dann ist es doch lässig zu werden, das alles erklären, wenn man schon ein bisschen älter ist und schon mehr miterlebt hat in der Produktion. Ob sich die jungen, motivierten und vor allem auch mutigen Mädchen begeistern lassen haben, beziehungsweise ob sie sich nun konkret einen Beruf in einer Männerwelt vorstellen können, wissen Sabrina und Annika. Also es war sehr interessant, man hat viel mehr über den Beruf lernen können, ja. Dass man zuschauen hat können, was man genau macht und halt ohne da jetzt im Grashaus schauen kann, wie das dann alles am Ende ausschaut und ja, das hat mir eigentlich gut gefallen. Heute sind erfolgreiche Ingenieurinnen, Konstrukteurinnen oder Maschinenmechanikerinnen, um nur wenige zu nennen, gute Vorbilder und in den Vorarlberger Unternehmen keine Seltenheit mehr. Ganz im Gegenteil, denn die Berufsbilder haben sich stark verändert, dass genau die Fähigkeiten gefragt sind, die oft gerade Frauen einbringen können. Neben dem technischen Wissen, soziale und kommunikative Kompetenz, Kreativität, Teamfähigkeit und ganzheitliches Denken. Also, liebe Frauen, versteckt euch nicht und zeigt, was ihr könnt.